Hallo und willkommen zurück. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen und ich hoffe, Linda konnte einiges herausfinden, was uns helfen kann. Hallo Susanne, ich habe mit der Nase in den Büchern geschlafen. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Psst. Amen. Hup, Entschuldigung, ich bin wieder eingeschlafen. Du fragst dich sicher, ob ich etwas gefunden habe? Ich habe eine Spur, glaube ich. Ich bin so weit gekommen. Eine Legende besagt, dass eine Sorte goldener Äpfel geben soll, mit dem man böse Hexen nett machen kann. Ein besonderer Baum trägt diese Äpfel und sie produzieren nur einen Apfel pro Jahr. Laut der Legende machen diese Äpfel Hexen sofort nett, was der Grund ist, warum diese versuchen, diese Frucht auszurotten. Du wunderst dich sicher, wie, wenn überhaupt, wir einen solchen Apfel finden. Wir die Hexe dazu bekommen können, dass sie ihn auch isst? Die Legende besagt auch, dass so gemeiner die Hexe ist, also je gemeiner die Hexe ist, desto schwieriger ist es für sie, einen goldenen Apfel zu widerstehen. Böse zu sein gibt einen riesigen Appetit auf diese Äpfel. Sie können den Äpfeln nicht widerstehen, wenn sie ihnen von einer reinen Seele angeboten werden. Gute Frage. Alle, was für eine Frage. Alle Goldäpfelbäume wurden ausgerottet von den Hexen, aber ich glaube, wir wissen, wo noch einer sein könnte. Aha, du hast einen goldenen Apfel im Hain gepflückt? Ich glaube nicht, dass das der richtige Apfel war. Es gibt unterschiedliche goldene Äpfel. Aber hör zu, es gibt jedes Jahr einen Wettbewerb an den Vogelscheuchenklippen in Golden Hills Valley. Die Aufgabe ist, loszureiten und den ersten Apfel von dem alten Baum auf den Vogelscheuchenberg zu pflücken und ihn zum Ziel zu bringen. Vor ein paar Jahren hat Alex unter komischen Umständen am Wettbewerb teilgenommen. Seitdem ist dieses Gebiet geschlossen und der Wettbewerb findet nicht mehr statt. Ich glaube, wir sollten mit Alex darüber sprechen. Kannst du mich mitnehmen? Ja klar, kein Thema. Gut, sag einfach Bescheid, wenn du mich zu Alex bringen kannst. Sie ist sicher noch beim nördlichen Tor. Ich sehe dich draußen. Ja, wie soll ich dir denn Bescheid geben, wenn du abhaust? Linda, können wir? Moment, ich sitze schon mal auf, sonst meckerst du wahrscheinlich gleich, dass ich das nur auf dem Pferd machen kann oder so. Fertig, um mich zu Alex zu bringen? Super, auf geht's. So, ja, nördliches Tor. Ich würde sagen, da das ja doch ein bisschen länger dauert, dass ich mal eben einen kleinen Cut mache und euch dann gleich wieder hinzuschalten werde. So, wir sind gleich da und ich wollte mal eben zeigen, dass ich es seltsam finde, dass die Lisa hier irgendwie voll in meinem Pferd am Backen ist. Sie hängt da voll im Hintern drin. Hallo Susanne und Linda, schön euch zu sehen. Ich dachte schon, ihr hattet mich vergessen. Du hast herausgefunden, dass der Apfel die Hexe verwandelt? Hört sich komisch an. Es gibt mit Sicherheit einen solchen Apfel beim Vogelscheuchenhügel. Ich habe dort mal einen während des Wettbewerbs gepflückt, aber der Hügel ist jetzt gesperrt. Glaubst du, dass der Schlüssel zur Stadt auch das Vogelscheuchentor öffnet? Kann sein, ich habe den Schlüssel noch. Versuch's also mal. Ich bewache so lange das Tor. Genau, setz ab, nimm wieder auf. Kein Thema. So, das sieht nämlich ganz anders aus jetzt auf der Karte. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwo wieder zurück. Haltet mich für total bekloppt, wenn der das nicht sowieso schon tut, aber ich liebe das irgendwie, ich weiß auch nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir müssen jetzt den Weg hier hoch. Ach, dann ist das dieses eine Tor, wo ich mich ganz am Anfang mal gefragt habe, wie lange es wohl dauern wird, bis ich da reinkomme. Das müsste das eigentlich sein. Wahrscheinlich stellen wir jetzt gleich fest, dass das jetzt nicht funktioniert mit dem Schlüssel und wir wieder was anderes machen müssen. Aber ich bin ja jetzt bei Konrad in der Lehre. Vielleicht kann ich ja demnächst meine eigenen Schlüssel schmieden. Wer weiß. Vielleicht aber auch nur Hufeisen. Wobei das natürlich auch schon cool wäre. So, mal eben schauen. Schlüssel habe ich. Nein, natürlich nicht. Es war so klar. Oh, Moment. Da hinten sind Hexen drin. Eieiei. Nee, das sind keine Hexen. Was bist du denn, eine Vogelscheuche? Okay.
Jetzt wird es langsam unheimlich. Linda, was sollen wir tun? Susanne, Pech, der Schlüssel funktioniert nicht. Was sollen wir jetzt machen? Das habe ich dich gerade gefragt. Ja. Typisch, dass der Schlüssel nicht passt. Reite los und frage Bürgermeister Klaus, was das Problem sein könnte. Er sollte wissen, ob man das Tor mit dem Schlüssel öffnen können soll. Ich warte hier, bis wir wissen, wie wir das Tor öffnen können. Okay, mach das. Ich reite mal ganz schnell zum Dingskaffier, zum Westkamp. Nee, wie heißt das? Zum Fischersdorf da hinten. Und frag den Bürgermeister. Wobei die Strecke jetzt, glaube ich, nicht so lange ist. Das heißt, ich sehe es ja eigentlich schon von hier aus. Das heißt, dass ihr einfach drin bleibt und ich euch nicht hinzuschneiden werde. Bürgermeister Klaus, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja, ich wusste es. Ich springe extra und das Pferd bockt trotzdem auf der Treppe. Super. Danke für den Schlüssel. Ich hoffe, ihr konntet das Tor öffnen. Ach so? Du kannst das Tor zum Vogelscheuchenteil nicht mit dem Schlüssel zur Stadt öffnen? Das stimmt. Ich habe das Vogelscheuchenteil vor ein paar Jahren abgeschlossen und den Schlüssel weggeschmissen. Warum? Warum ich abgeschlossen habe und den Schlüssel weggeworfen habe? Ja. Früher war das Vogelscheuchenteil ein schöner Ort, an dem spannende Wettbewerbe stattfanden. Aber vor einigen Jahren erwachten die Vogelscheuchen zum Leben und wurden gruselig. Ach, das waren die Vogelscheuchen selber. Damit die Vogelscheuchen nicht rauskommen, habe ich das Tor mit einem anderen Schloss abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Das war vielleicht dumm, aber ich hatte Angst und konnte nicht klar denken. Ich glaube, meine Frau Pi hat die Vogelscheuchen zum Leben erweckt, um Leute davon abzuhalten, den goldenen Apfel zu finden. Und sie wieder nett zu machen? Interessant. Na gut, getan ist getan und du musst einen anderen Weg finden, das Tor ohne den richtigen Schlüssel zu öffnen. Es tut mir leid, aber wenn man Angst hat, macht man nicht immer das Richtige. Der Schlüssel ist von der langen Brücke gefallen und es ist sehr tief dort. Den bekommen wir also nie wieder. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie du zum Vogelscheuchenteil kommen sollst. Vielleicht kennst du jemanden, der so ein Schloss öffnen kann? Oh, du siehst aus, als wärst du in Eile. Ist dir jemand eingefallen? Nö. Ach so, die Schmuggler, ja. Okay, dann würde ich definitiv sagen, ich schalte euch gleich hinzu, wenn ich diesen total bekloppten Weg dahinter mir habe. So langsam gewöhne ich mich tatsächlich an diesen Weg. Ich habe nur einmal gepatzt, weil ich zu schnell geritten bin und das Pferd direkt in den Abgrund gestürzt ist. So, Zettelchen ist weg, die Leute sind da, Juhura, genau. Du schon wieder. Mit deiner vierfüßigen Landkrabbe bist du wieder hier. Ich finde, wir sehen uns ein wenig zu oft. Du verstehst, dass wir in Ruhe gelassen werden wollen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wie du, wenn du verstehst. Was, du brauchst unsere Hilfe? Schon wieder? Mit einem Schloss? Du willst, dass wir dir dabei helfen, ins Vogelscheuchental einzubrechen? Klaus ist einverstanden. Okay, das ist aber das letzte Mal, dass wir dir helfen. Danach lässt du uns in Ruhe? Gut. Sprich mit meinem Kollegen Rob hier. Er hat einen Bolzenschneider, den er dir leihen kann. Sieh zu, dass du ihn sofort zurückbringst. Ja, ich lasse mir ein bisschen Zeit dabei. Ich Rob, du leihen Bolzenschneider. Rob sagt, okay. Nicht viel im Kopf, oder? Okay, du leihst Bolzenschneider von mich. Du bekommst zurück zu mich mit bolziges Schneider, wenn du fertig. Du, verstehen? Nope. Ich habe tatsächlich kein Wort verstanden, aber ich glaube, ich soll... Ich habe jetzt einen Bolzenschneider, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass ich dann damit das Ganze öffnen kann. Hallo, Pferd. Ja, du solltest da drüber springen. Und ja, du sollst jetzt rückwärts gehen. Warum tust du das wieder nicht? So. Ja, ich schalte euch dann gleich wieder wie gewohnt hinzu. So, wir sind wieder zurück beim Tor. Zumindest so gut wie. Und versuchen mal unser Glück mit dem Bolzenschneider. Den wir wieder nicht benutzen können. Okay, dann steigen wir erstmal ab.
Tada! So, jetzt ist nur das ganz große Problem. Ich glaube, dass ich das Pferd draußen lassen sollte, ne? Mit ein wenig Mühe kannst du mit dem Bolzenschneider das Schloss öffnen. Das Beste ist, den Schneider so schnell wie möglich zurückzugeben. Dieser Rob wirkt wirklich komisch. Man möchte ihn nicht verärgern. Besser ist es, das vor der Untersuchung des Vogelscheuchentals zu machen. Dein Ernst jetzt? Na toll. Ich bringe den Bolzenschneider mal eben wieder zurück und wir sehen uns gleich wieder. So, dann mal schauen, was er jetzt sagt, dass wir so schnell waren, dass wir es direkt wieder zurückgeben. Ich, Rob, du, Pferd, mein Bolzigschneider, keine Kratzer. Gut, Rob zufrieden, hau ab. Ja. Genau. Wieso habe ich dafür jetzt Punkte für die Bewahrer-IDs bekommen, wenn das eine Schmugglerhöhle ist? Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Ich reite auf jeden Fall erst wieder mal zurück. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich das Ganze wirklich zu Fuß machen muss. Weil mit dem Pferd ist man nicht wirklich so wendig, sage ich jetzt mal, dass man da so durchlaufen kann. Weißt du was, Susanna? Diese lebenden Vogelscheuchen dort drin, sie sind gruselig, finde ich. Glaubst du, dass du an ihnen vorbei zum Baum kommst? Wenn es dir gelingt, vergiss nicht, den goldenen Apfel mitzunehmen, falls es einen gibt. Das ist gut, falls es einen gibt. Könntet ihr mir vielleicht mal sagen, wo mein Ziel ist? Hallo? Ach, das ist der da oben wahrscheinlich, oder? Das heißt, ich muss da hoch. Oh, ich hoffe jetzt nur, dass von oben keine Vogelscheuche runterkommt. Sonst hätte ich ein Problem. Oh, natürlich kommt dann eine runter. Geil. Wahrscheinlich kommt die auch den kompletten Weg hier runter. Aber natürlich, von beiden Seiten. So, jetzt drehen die um. Das Problem ist nur... Oh, oh, oh. Das Problem ist nur, ich kann mich doch nirgendwo verstecken, wenn ich jetzt hinter der herlaufe, oder? Dieser Knall jetzt gerade von draußen oder hier drin. Nein! War ich zu nah dran? Aber ich muss doch nach da oben, oder nicht? Ich würde sagen, ich muss nach da oben. Aber dann muss ich der Vogelscheuche doch folgen, weil ich kann ja nicht um die herumlaufen. Lebende böse Vogelscheuchen, was machen wir denn da? Es ist sicher schwer, etwas darüber herauszufinden. Deswegen solltest du mit Elisabeth sprechen. Da steckt starke Magie dahinter. Es tut mir leid, dass ich nichts herausfinden kann, aber ich kann es versuchen. Bring mich zur Bibliothek des Weingartens, sodass ich dort in den Büchern suchen kann. Danach kannst du zu Elisabeth reiten und sie fragen. Okay. Ich hätte es jetzt nochmal versucht, aber okay. Dann machen wir das jetzt so. Also, wir reisen jetzt erstmal zum Weingarten, setzen Linda da ab und reisen dann nach Veldel. Da ich jetzt aber keine Lust habe zu reisen, lasse ich mich jetzt einfach mal abholen. Das geht viel schneller. Und ist viel verschwenderischer mit den Schellingen, aber ist ja egal. So. Dann reisen wir dahin, wo ich wieder vergessen habe, wie es heißt.
Reitarena ist unten. Rennstrecke der Baronesse ist es nicht. Silverglät Landgut, genau. So, dann bringen wir Linda mal zu ihren Büchern. Das war's schon. Ich muss nicht mal mit dir reden oder so. Okay. Gut, kein Problem. Wir schnappen uns dann nochmal das Auto, weil wir zum einen in der Aufnahme sind und zum anderen ich keine Lust habe, jetzt den ganzen Weg nach oben zu reiten. Und lassen uns mal zum Baledale Village befördern. So, Elizabeth, wir haben ein großes Problem. Vielleicht kannst du uns helfen. Und bitte nicht mit einer 24-Stunden-Aufgabe. Lebendige und böse Vogelscheuchen? Du fragst dich, wie du sie beschwichtigen kannst, sodass sie dich nicht mehr verjagen? Es ist kraftvolle Magie, die hinter der Aktivität der Vogelscheuchen steckt. Und sie folgen den Befehlen ihres Erschaffers blind. Ich glaube auch, dass sie von Pi erweckt wurden, um Leute davon abzuhalten, den goldenen Apfel zu finden, der hoffentlich am Baum an der Spitze des Vogelscheuchentals wächst. Ich weiß, dass man den Zauber der Vogelscheuche mit starker Magie brechen kann. So starke Magie habe ich aber nicht mehr gesehen, seit wir einmal eine Scherbe des Lichts Aidins in unserem Besitz hatten. Du fragst dich, was das ist? Als Aidin auf Jorvik herabgestiegen ist, direkt nach der Erschaffung der Insel, hielt er ein helles Licht in der Hand. Dieses Licht war die Kulle allen Lebens auf dieser sonst so toten Felseninsel. Das Licht ist so kraftvoll und hell und voll Wärme, wie man es nirgendwo anders gesehen hat. Man hat im Laufe der Jahre Fragmente des Lichts gefunden, benutzt und verloren. Nur ein winziges kleines Fragment wurde mit Sicherheit die dunkle Magie der Vogelscheuchen aufheben. Man erzählt sich, dass John Yal mit einem solchen Fragment begraben wurde. Das ist eine der sehr wenigen Geschichten, die ich kenne, in der es um ein solches Fragment geht. John Yal war der Erste, der diese Insel betrat, irgendwann im 13. Jahrhundert und sie zu seinem Reich erklärte. Gehen wir jetzt endlich in dieses komische Grab, wo dieser Stein davor ist? Das Problem ist, dass seine Gruft versiegelt ist und ich nicht weiß, wie wir sie öffnen können. Genau, Susanna, du warst ja dort und hast nach dem Geisterstaub gesucht. Ja, aber da bist du nur in die erste Kammer vorgedrungen. Man erzählt sich, dass die Gruft noch mehrere Kammern im Inneren hat. Vielleicht können die Geschichtsbücher mehr Auskunft darüber geben. Sprich dich mit Linda ab. Du hast sie ja schließlich bei der Bibliothek am Weingarten abgesetzt. Oh, Elizabeth, woher weißt du das? Vielleicht könnt ihr was in den Büchern darüber finden. Gut, das heißt, Linda wird jetzt auch wieder 24 Stunden brauchen, um diese Bücher zu durchsuchen. Gehe ich mal sehr, sehr stark von aus. Und wird mir dann erzählen, mit welchem Zauber ich den Stein da machen kann. Landgut. So, Linda, ich habe Neuigkeiten, so mehr oder weniger. Linda ist fleißig drinnen am Büffeln. Ja, deswegen habe ich ja gestoppt. Steig endlich ab. Der Hund ist übrigens... Habt ihr den mal gesehen? Der steht hier die ganze Zeit in der Ecke. Der ist so süß irgendwie. Jetzt sitzt er. Linda, ich habe mit Elizabeth gesprochen. Ich habe immer noch nichts gefunden. Ach du schon? Gut. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Aidins Lichtfragment kann den Zauber der Vogelscheuchen aufheben und ist dort... Und es steht dort auch, dass Yal mit einem solchen Fragment begraben wurde. Aber wir müssen noch herausfinden, wie wir dort hineinkommen. Okay, schwierig. Es steht sicherlich etwas darüber in irgendeinem Geschichtsbuch. Ich weiß, dass es drei wichtige Bücher gibt, die wir brauchen werden. Nix Dungrons Reiseberichte geben immer viel Informationen über alles, was mit Jorvik zu tun hat. Ich glaube, wir brauchen Ausgabe 12. Dann brauchen wir noch ein Buch über John Yals Beisetzung und sein Leben hier auf Jorvik. Hilf mir, die Bücher über unseren alten Volkshelden John Yal zu finden. Sie sollten hier in der Bibliothek sein. Okay. Hallo? Nimmst du das auch? Hallo?
So, das zweite ist hier. Bitteschön. Hier, Linda. Also. Das sind die drei wichtigsten Bücher, aber John, ja, glaube ich. Gut. Nein, ich hab's gewusst. Also. Ich brauche einen Tag, um das Wesentliche auszusortieren. Es gibt unendlich viel Text über John Yal. Aber wir müssen jetzt die Information finden, die wichtig für uns ist. Komm morgen zurück. Nein, 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 das will ich aber nicht. Ach, Linda, ich hasse dich. Nein, das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint, aber es geht einem schon ganz schön auf die Nerven mit diesem 24-Stunden-Quest. Ja, dann muss ich leider sagen, dass ich für heute erstmal eine kleine Pause machen werde. Beziehungsweise hier erstmal aufhören werde und dass wir dann morgen mit dieser Quest weitermachen werden. Bis dann. Ciao.